und herzlich willkommen im BTC Echo Tutorial Channel. Mein Name ist Marc und wir zeigen euch heute, wie ihr ein Bitcoin Online Wallet erstellen könnt. Ich habe dazu schon mal die Seite blockchain.info aufgerufen. Blockchain.info ist quasi der Monitor des gesamten Bitcoin-Netzwerks und mit über 6 Millionen Online-Wallets der wohl auch größte Anbieter. Also ihr bekommt hier nicht nur ein Online-Wallet, sondern ihr könnt hier auch Transaktionen verfolgen. Wenn ihr jetzt eine Bitcoin-Adresse habt, nachdem ihr das Wallet eingerichtet habt und ihr wartet auf eine Transaktion, könntet ihr hier beispielsweise einfach eure Adresse eintragen, auf Search klicken und ihr würdet dann direkt sehen, wie viel Bestätigung eure Transaktion schon erhalten hat. So, aber das ist ein anderes Thema. Ich würde euch jetzt gerne zeigen, wie ihr hier ein Bitcoin-Wallet erstellen könnt. Dazu stelle ich es erstmal einmal auf Deutsch und klicke dann hier oben auf Wallet. Ein neues Wallet erstellen. Eine E-Mail-Adresse eintragen. Ein sicheres Passwort auswählen. Und auf Weiter klicken. So. Das ist ganz wichtig. Also wenn ihr einmal euer Passwort verlieren solltet, das könnt ihr nicht einfach wieder herstellen. Dazu solltet ihr euch bitte einmal diesen Text hier kopieren oder ausdrucken. Sicherer ist natürlich ausdrucken. Auf jeden Fall hinterlegt euch diesen Text hier irgendwo und solltet ihr einmal das Passwort vergessen, könnt ihr somit ein neues Passwort beantragen. Ich überspringe diesen Schritt jetzt mal. Ich drucke es jetzt nicht aus. Klicke auf Weiter. Und dann können wir uns auch schon einloggen. Passwort eintragen und das Wallet wird geöffnet. So, hier unten seht ihr jetzt eure Bitcoin-Adresse. Also wenn ihr jetzt irgendwo Bitcoins gekauft habt, beispielsweise auf BTC Direkt und ihr wollt die Bitcoins an eine gültige Adresse schicken, kopiert ihr einfach diese Adresse hier, gebt die Adresse an und dann werden die Bitcoins an euer Bitcoin-Wallet transferiert. Hier oben seht ihr euer aktuelles Guthaben, das ist bei mir jetzt natürlich 0, ich habe mein Konto gerade erst eingerichtet. Hier seht ihr, wie viele Transaktionen ihr insgesamt durchgeführt habt, wie viele ihr empfangen habt, wie viele Bitcoins ihr gesendet habt und wie viele Bitcoins ihr gerade als Guthaben in eurem Wallet habt. So, meine Transaktionen, hier würdet ihr jetzt alle Transaktionen sehen, die ihr über dieses Wallet durchgeführt habt. Hier könnt ihr Geld schicken. Hier könnt ihr dann, wenn ihr meinetwegen einem Freund ein paar Bitcoins zuschicken wollt, der könnte euch die Bitcoin-Adresse geben, die tragt ihr hier ein. Oder aber ihr scannt einen QR-Code, jetzt am Desktop-Computer natürlich, über eine Datei. Das Wallet könnt ihr aber auch auf dem Mobiltelefon öffnen und da könnt ihr beispielsweise mit der Kamera einfach den QR-Code scannen und die Bitcoins transferieren. Hier gebt ihr den Betrag ein, Zahlung senden und die Bitcoins werden innerhalb von wenigen Minuten transferiert. Wenn ihr aber einmal Geld bekommen wollt, sprich Bitcoins bekommen wollt, habt ihr hier noch einmal eure aktuelle Adresse. Die müsstet ihr dann angeben oder aber ihr könnt auch einen QR-Code generieren lassen. Diesen QR-Code müsstet ihr dann an den Versender schicken. Der könnt den QR-Code abscannen und die Bitcoins würden auf euer Wallet gutgeschrieben werden. Ja, so einfach ist das eigentlich auch schon und das war's. Wir wünschen euch viel Spaß. Tschüss.